Die Botschaft der Meistervereinigung für Baden-Württemberg soll eigentlich sein, dass wir in alle Bereiche toll aufgestellt sind. Wir haben tolle Sternebetriebe als Mitglieder, aber auch wunderschöne Landgasthöfe und sind kulinarisch mit alle Produkte in Baden-Württemberg können wir wirklich toll präsentieren. Das passt. Wir haben ein Jugendprogramm, meisterlich ausbilden heißt es. Da sind verschiedene Sequenzen, dass man einfach auch zu den Betrieben mitgeht. Bei uns bekommen die Auszubildenden ganz tolle Seminare geboten von uns Meistern. Da gibt es Pilzseminare, Fleischseminare, Weinwasserseminare. Und sie haben natürlich auch einen tollen Betrieb im Hintergrund, der einfach von dem Meister geführt wird. Und da kann man sich schon darauf verlassen, dass da auch die ganzen tollen handwerklichen Fähigkeiten auch behandelt und vermittelt werden. Wir sind ca. 500 Mitglieder. Das ist ja alles komplett ehrenamtlich und die Kollegen betreuen eigentlich immer einen einzelnen Bereich und das wird dann zusammengeführt, das große Ganze. Wir können uns eigentlich auch in alle Bereiche darstellen, ob das jetzt im Aus- und Weiterbildungsbereich ist oder auch im Catering-Bereich. Das ist einfach für uns so ein prägendes Bild, wo wir auch sehr gerne Botschafter fürs Land sind. Das Projekt der Schlemmwande, es gibt es jetzt seit 5 oder 6 Jahren. Wir waren beim Bundespräsidenten im Sommerfest im Schloss Bellevue mit der Schlemmerbande mit dabei. Einfach so eine kleine Anekdote, überall waren 1 bis 2 Minuten, bei uns waren 20 Minuten. Die Meistervereinigung des MLR und die AOK haben die Schlemmerbande gegründet, um Kindern Nachhaltigkeit, Spaß am Kochen und regionalen Genuss näher zu bringen. Die Kinder sind begeistert, die kochen dann für ihre Eltern und decken zu Hause den Tisch ein, die wollen gar nicht mehr aufhören. Wir haben einige Veranstaltungen gemacht mit verschiedenen Schlemmerbanden auf der Bundesgärterschau in Heilbronn. Auch dort auf der Küche, Gäste da ohne Ende. Die Kinder, die waren sowas von stolz. Einmal hat es geregnet, die Sonne hat gescheint, das hat überhaupt nichts ausgemacht. Die haben einfach, das war eine mega tolle Sache. Dass wir von der Meistervereinigung Genussbotschafter werden, ist für uns eine mega tolle Sache, weil es eine Anerkennung ist von außen für die Arbeit, die vielfältig gemacht wird. Und die Arbeit der Meistervereinigung wird nicht nur reduziert auf eine Küchearbeit, sondern das Ganze wird im Blick sehen.